Der bisherige Eisschnelllauf-Bundestrainer Jan van Veen gehört künftig zum technischen Stab des niederländischen Olympischen Komitees. Der Niederländer löst Charles van Comeny ab und arbeitet künftig als sogenannter Performance Manager bei Team NIL. Van Veen hatte 2 Jahre lang bis zum Saisonende als deutscher Cheftrainer gearbeitet und nach dem Weltcup-Finale in Minsk seinen Rücktritt erklärt, weil er langfristig keine Möglichkeiten sehe, DESG wieder an Weltspitze zu führen. Bei den Olympischen Winterspielen war deutsche Auswahl unter seiner Führung ohne Medaille geblieben. Mit Jan bringen wir spezielles Know-how ein, von dem das Team NIL nun in mehreren Sportarten profitieren kann, erklärte Maurits Hendricks, der technische Direktor des NOK der Niederlande, dem Internetportal schaatsen.nl.